Azerbaijan, X My Heart. Also ich sehe auf alle Fälle schon mal ausladende Gesten, so ungefähr. Es sind viele Balladen dieses Jahr dabei und ich finde, das ist immer ein bisschen was Schnelleres, ein bisschen was nach vorne geht und gefällt mir gut. Man hört schon, dass es wieder so eine halb schwedische Produktion ist. Sie haben sich einen der besten Komponisten geholt, Dimitris Kontopoulos. Das ist einer der erfolgreichsten ESC-Komponisten. Der hat zweimal einen zweiten Platz erreicht und einmal einen dritten Platz, unter anderem auch für Sergej Lazarev. Aishel singt trotzdem eines der schlechtesten aserbaidschanischen Lieder ever. Da helfen ihr ihre flockig wehenden Haare auch nicht weiter. Also ich glaube, dass sie nicht mal ins Finale kommt. Ein bisschen langweilig auch, eben Durchschnitts-Ami-Pop. Ich glaube nicht, dass sie diesmal sehr weit kommen damit. Sie kommen wahrscheinlich wieder unter die Top 10. Das liegt aber auch an den Freunden, die sie gerne haben. Aber sonst höher wird es nicht gehen. Ein Song, der, glaube ich, unter den Massen untergehen wird. Ich muss sagen, dass ich den Text ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe. Also dieses Luna Moon Me Up, was das genau bedeuten soll, keine Ahnung. Es gab bei der Vorentscheidung auch so viele Songs mit Wrecking Balls. Sie benutzt jetzt einen Cannonball. Sag mal, Kinder, fällt euch nichts anderes für die Texte ein? Also einfach mal Wörterbuch aufschlagen und gucken, was da sonst noch drin steht. Das hilft vielleicht. Cross that heart, baby. Feel good, very... It wakes you up. It makes Radio you want to move. Pop 2018. Yeah. Now. Now. Tomorrow. Urgent. Great, sexy, smooth, jazzy voice. Perfect. But on an EDM track. Done. Love her. Done. Salam Baku. Also ich würde sagen, dieser Song ist ja jetzt nicht ganz schlecht, aber es ist irgendwie so wie mit Ja oder Gut und Günstig Hackfleisch. Nur weil es da ist, muss man es ja noch lange nicht kaufen. Die besten Videos zum ESC gibt's auch. Okay, das, komm, wir tauschen Plätze. Okay, noch einmal. Entschuldigung, ich wollte dich nicht mit Popcorn bespucken. Die besten, los geht's, 3, 4. Die besten Videos vom ESC gibt's auf Eurovision.de. Also kommentiert und abonniert Eurovision.de.